Praise the Sun, meine Freunde. Denn da hinten ist der schöne Sonnenschein. Ja, hallo, willkommen hier bei Baujax spielt Dark Souls. Dark Souls. Ja, an meiner Seite ist mal wieder der gute Haro. Ja, und an meiner Seite ist wiederum der Renton. Perfekt. Ja, super. Die Sonne ist ganz richtig. Das ist der einzige helle, das einzige helle Gebiet hier in diesem ganzen Spiel, glaube ich. Aber ich glaube, dass der Schein trügt hier, oder? Also, der Schein im wahrsten Sinne des Wortes. So der trügt. Ja, das kommt schon. Also das kommt schon noch. Also wenn wir an der Stelle kommen, werde ich noch ein bisschen was erklären, von wegen, was so ein bisschen die Story angeht. Ja, hier geht's nicht mehr so ganz weiter. Hä? Ah. Dann kannst du da noch, glaube ich, links und rechts an den Säulen jeweils vorbeigehen. Und ja, wie gesagt, es ist wieder sehr interessant, wo man viel, sag ich mal, fragen kann und diskutieren kann, von wegen, was bedeutet das so für die Lore. Ich habe vor allen Dingen auch gelesen, bei GamePro in den News, da hat jemand die Story-Zusammenfassung quasi versucht herauszufinden und zusammenzupacken von Dark Souls 1, 2 und 3. Also zumindest bei 3, was man schon weiß, von wegen, worum es da gehen wird. Und weil ja auch 3 zumindest von den Entwicklern so angekündigt wurde als das große Ende von Dark Souls und der große Moment vor der Pause quasi. Da wollte man dann auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr Story-Sachen reinpacken. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der YouTuber heißt irgendwie Moonlight Butterfly oder sowas. Ich habe das Video selbst noch nicht gefunden, mir auch noch nicht angeguckt, aber da werde ich auf jeden Fall noch zu kommen. Gehen wir da links, gehen wir noch zurück. Und dann links da an den Turm vorbei. Weil ich meine, da hinten wäre noch ein Gegenstand gewesen. Beziehungsweise eine Truhe oder sowas. Genau. Auch völlig ungefährlich, diesmal keine Mimik. Da ist nämlich nochmal so ein Titanit drin, so ein Dämonen-Titanit. Ja. Und die sind nämlich echt selten. Da kannst du nämlich nur pro Playthrough irgendwie nur so 6 oder sowas von aufheben. Und 3 davon halt in Sans Fortress ganz unten. Wenn du dich da allen 3 gleichzeitig stellen musst. So, wo geht's denn hin, Renton? Hä? Oh Gott, das verwirrt mich aber hier total. Ja, ich sag nur, orientier dich mal an den Nachrichten. Ach nee, nicht wirklich. Doch klar. Oh. Ja, Arno Londo ist einfach eine Schlampe. Aber wie, bitteschön, also für mich wäre das jetzt schon wieder so, ja, wo soll ich denn jetzt bitteschön hin? Ja, und auch da war wirklich so, beim allerersten Playthrough war es halt auch wirklich so, wie du es gesagt hast, von wegen, wo soll ich hin? Und nur aufgrund der Nachrichten, die dann so da platziert wurden, bin ich auf den Trichter gekommen, da überhaupt hochzugehen. Ich glaube, wenn ich es offline gespielt hätte, ich wäre hier einfach, hätte gedacht, okay, das ist das Ende. Ich habe das Paradies gefunden, so. Das war's dann. Ich hab's durchgespielt, offensichtlich. Kann mich da was passieren? Kann mir da irgendwas passieren? Ne, hier ist jetzt gerade, glaube ich, kein Gegner. Okay. Ja. Das ist schon eine fiese Stelle einfach nur, weil so enge Gänge, die mag man natürlich als Spieler auch gar nicht. Gerade wenn auch die Kamera so ein bisschen rumspackt. Aber ich glaube, am sichersten bist du, wenn du ganz hoch gehst und dann nicht einfach runterfallen lässt. Genau. Okay. Sehr gut. Alles klar, und da hat jemand freundlicherweise die Scheibe eingeschlagen. Wow. Oh. Hallo. Hallihallo. Das ist ein lustiger Kollege. Ach, da ist noch jemand, der mit Pfeilen auf uns wirft. Nee, mit Messern tatsächlich. Aber das Gute auch wieder hier, wow. Oh. Ja, das ist so ein typischer Typ, der... Ein typischer Typ, ja, genau. Der ist halt so ein Kollege, der, der halt auf Beweglichkeit geskillt ist, und zwar volle Kanne. Ja, der hat auch diesen Flickflack, den genau. Halt zwar. Genau, der hat den Flickflack quasi schon, von dem ich vor ein paar Folgen erzählt habe. Und das ist nämlich auch so eine typische Strategie von solchen Figuren, die auf Beweglichkeit sind, einfach dadurch, dass sie schnell reinhauen, einfach das Schild oder die Ausdauer so weit runterzuhauen, dass sie quasi, sehr cool, 2 auf einmal getötet. Ja. Sodass die dann quasi, dann halt einfach, dass du das Schild nicht mehr hochhalten kannst, weil du keine Ausdauer mehr hast. Ne? Oder weil die dann dich einfach stauen mit diesen... Das und dann können sie halt, dich halt backstaben, wenn du keine Ausdauer mehr hast, oder irgendwie reposten oder sowas, also kontern, parieren. Und dann hast du da halt, hast du halt schon Spaß mit. Ja. Das war ein Estus-Flakon.
Einer von jetzt noch 7. Egal. Egal. Wir haben noch genug jetzt. Genau. Wir waren noch beim... Ah, und es geht weiter. Und es geht direkt lustig weiter. Dafür muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um hier nicht runterzufallen. Ach, ich habe genug Assassin's Creed gespielt. Genau. Ja, wenn man sich wenigstens noch irgendwie festhalten könnte an den ganzen Ecken oder sowas, ne? Das hätte schon was. Okay. Auch das ist wieder so eine typische Szene, wo wir wieder an eine ehemalige Folge erinnern können mit Blighttown, wo sich die dünnen Wege noch bewegt haben. Das ist so ein ähnliches Gefühl habe ich hier, so von wegen, so ein bisschen Höhenangstgedöns, ja. Hallo. Ja, aber warte mal ruhig. Ah, okay, er wirft jetzt erstmal. Ah, warte. Falscher Zauber. Okay. Das ist merkwürdig. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war so klar. Tschüss. Du fällst einfach durch den Boden. Wollen wir mal unsere alte Regel wieder reanimieren, die wir jetzt so ein bisschen in Schleifen gelassen haben. Ja. Vor allem die Chancen stehen wirklich gut, dass ich hier auch relativ häufig sterben werde. Einfach nur, weil die Stelle ist halt wirklich eine Bitch eigentlich. Tatsächlich hast du manchmal, deswegen habe ich gesagt, warte mal ruhig, weil teilweise machen diese Sprungattacke auf dich zu und springen dann aber runter. Oder fallen dann viel mehr runter, weil sie dann versuchen, über diese Lücke da zu springen, aber das dann nicht schaffen. Tja, deswegen habe ich gesagt, habe ich schon so gedacht, so, die erste Form kommt, die kann ich jetzt. Ach die. Das ist so wie bei Formel 1, wenn jemand gewinnt, kannst du einfach überall herumsprühen einfach. Ach ja. Nee, aber wie gesagt, man muss ja schon auf jeden Fall so ein bisschen feinfühliger sein. Ich sag mal, so ein tumper Riese oder sowas, der würde sich da auf jeden Fall die Beine brechen. So. Ja. Aber es ist halt auch schon wieder echt interessant, dass das Spiel jetzt wieder komplett andere... Ja, komplett andere Skills von dir fordert als noch in der letzten Stage, sag ich mal. Beim letzten Mal war ja so ein bisschen so dieses, also bei Sands Fortress von wegen Fallen entdecken und Fallen herausfinden. Und hier ist jetzt einfach noch ein Geschicklichkeitsakt gefragt, mehr oder weniger. Und dementsprechend ist es hier eigentlich immer eine schöne Abwechslung. Ich muss wirklich immer sagen, je häufiger ich über Dark Souls so rede oder je mehr ich mir dazu angucke, desto besser finde ich es fast schon. Also es ist schon, oh, er hat es fallen gelassen. Ach, so ein Ding davon. So ein Schwert, was der, genau. Haben. Oh, deutlich mehr. Genau, so. Genau, und davon kannst du dann, also auch zu zweit, ich weiß gar nicht, ob die nochmal so eine Spezialattacke oder sowas haben, aber das gibt es dann tatsächlich auch. Moment. So. Also so Doppelschwert. Genau. Also. Beide Hände dann. Genau. Okay, dann... Versuche ich mal mein Glück hier mit dem Kollegium hier. Schon mal gut, dass du meine Seelen, unsere Seelen, also die Seelen da wieder einsammelst. Ja. Du behauptest das einfach, so wie ich das jetzt auch schaffen würde. So, und dann, da muss man schon aufpassen. Nee, der steht noch da. Aber ich würde schon mal das Ding jetzt auswählen. Gut. So. Ich will hier unbedingt vorne zur... hier noch hinkommen. Gut. Pass auf. Ja. Ja, okay, oder so. Sehr gut. Was ich hier unbewusst quasi nebenbei noch gemacht habe, ist das Ding hier abgeschlagen und damit ist der Kronleuchter auch noch runtergefallen. Dass uns Zugriff zu verschiedenen Items noch gibt. Ja. Aber hier ist auch ein guter Punkt, um ein bisschen einen auf Peter Pan zu machen. Peter Pan? Du meinst Robin Hood? Ja, genau. Ich war noch so im Kingdom Hearts Playthrough. Ha, fast. Das Gute ist nämlich, wenn du die am Kopf triffst, nice. Dann fallen die halt so weit zurück, dass du die halt
Was war das? Voll. Ach komm. Jetzt bleibt es wahrscheinlich an der Säule hängen. Ja, okay. Aua. Aber immerhin kommt er jetzt auf uns zugerannt. Die können auch nicht einfach mal zu dem... Nee, die haben schon das richtige Spiel gespielt zur Vorbereitung. Assassin's Creed hier. Nicht nur im Styling-mäßigen Sinne, sondern auch allgemein. So. Oh, oh, okay, das hätte ich mich garantiert nicht getraut. Zack. Und das war... Ja. Das ist auch wirklich meine Fingerdrüsen, weiß nicht, überschwemmen gerade das Gamepad auch mit Schweiß einfach nur, weil ich so nervös und mich an das Gamepad klammere, einfach nur, weil es hier so eklig ist. Und ich versuche auch bewusst nicht nach unten zu gucken. Ach, guck doch mal nach unten. Nee. Ach, ist doch nicht hoch. So. 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 Und so. Weil es gibt hier halt auch Speedrunner, die dann einfach, einfach durchrennen. Und dann im letzten Drittel einfach runterspringen, wo ich denke so, oh, das ist Wahnsinns überhaupt. Von daher. Aber wir haben es geschafft. Yay! Jubel! Konntest du noch links runter, rechts runter gehen? Nee, hier noch nicht. Also du warst links, jetzt da, oder was? Nein, links. Links. Links? Da ist links. Ach, da. Na Moment, da sind wir gerade freigeschaltet. Hier geht's noch runter, ja. Ha, wusste ich doch. Zack. Sehr gut. Hier kannst du mir gar nichts. Oh. Und noch Wurfmesser. Wurfmesser getroppt. Mhm. Sehr schön. Aber ich weiß gar nicht, ob hier jetzt noch irgendwas ist. Dead End, Fragezeichen. Dead End. Okay, sehr gut. Ach ja. Ja, es ist schon mal ganz witzig, wenn sich hier die Leute was einfallen lassen. So, was so ein paar Sachen angeht. Aber wir können tatsächlich noch... Moment, da geht's daher. Wir können hier runterdroppen. Und uns hier die tolle Figur mal angucken. Von unten, das bringt uns aber leider nichts. Wir können es hier, perverse können sich jetzt hier runterstellen. Das geht aber hier in dem Spiel leider nicht so ganz gut. Sondern wir können nämlich jetzt hier durchs Fenster auf der anderen Seite hopsen. Und hier müsste, glaube ich, noch irgendwas sein. Nämlich nicht meine Erinnerung trübt. Zumindest ein Gegner. Genau, hi. So. Da ist er wieder gestaggert. Und da ist er nochmal gestaggert. Und er wollte nämlich gerade was trinken, die Sau. So. Nicht mit uns. Er rumpelt da noch ein bisschen runter. Ja. I can take this. Okay. Ah. Divine Blessing, also wieder so eine heiliger Segen. Der. Ich glaube, der heilt Krankheiten und unsere Leben komplett voll. Aber dadurch, dass sie. Da wollte aber mal spannend. Ich wollte eigentlich rollen. Ich habe die Taste irgendwie nicht gedrückt. Ich weiß auch nicht warum. Was soll ich sagen? Achso, die dadurch, dass du die irgendwie nur drei davon findest, benutzt die irgendwie auch keiner so wirklich. So. Und hier haben wir jetzt da haben wir jetzt einen Hebel und wir haben ja. Hier einen Hebel und damit können wir jetzt das Brückenstück runterfahren. Ah. Um dann weiter runterzukommen. Ich glaube, wir können dann jetzt schon. Nein, wir müssen erst. Warte mal, was? Was ist denn das da? Hä? Ah, ich weiß, was es ist. Das ist der zweite Kollege von unserem Freund vorhin. Ah, okay. Der mich jetzt auf der anderen Seite da ein bisschen rumspackt. Und obwohl er Flügel hat, nicht auf die Idee kommt, hier hochzufliegen. Wieso auch? Ja, weil ich meine, gute Treppe, ne? Die funktioniert nur gerade zwar nicht, aber egal. So, und hier haben wir jetzt ein schönes Sägegeräusch. Was uns jetzt den Ganzen hier etwas näher bringt. Ah, okay. Mhm. Sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir natürlich einen Gargoyle, mit dem wir erstmal kämpfen müssen. Schön, schön gemacht. Ja. Okay, da kriege ich einen auf die Fresse. Tja,
Wirst du dieses schaffen? Ja. Oder nicht? Natürlich schaffe ich das. Das ist hier die Frage. Aua. Aber diese Frage beantworten wir euch in der nächsten Folge von Dark Souls. Oh nein!